Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Wiesbadener Haus der Heimat. Ich freue mich sehr über Ihr Interesse an der Wanderausstellung des Sudetendeutschen Rates. So geht Verständigung Doro Tschumeni, die wir, das ist heute etwas ganz Besonderes, sowohl physisch als auch virtuell gemeinsam eröffnen. Die Ausstellung dokumentiert das heutige Selbstverständnis der Sudetendeutschen als verbindendes Element im Herzen Europas und spiegelt dabei einen wichtigen Aspekt der Kulturarbeit des Hessischen BDV-Landesverbandes wider. Dass die Ausstellung in Wiesbaden präsentiert werden kann, haben wir der finanziellen Förderung durch das Haus des Deutschen Ostens in München zu verdanken, als auch dem Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport. Wir sind da sehr dankbar und deswegen begrüße ich auch besonders herzlich die Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler Margarete Ziegler-Raschdorf. Herzlich begrüße ich auch die Generalsekretärin des Sudetendeutschen Rates, Christa Naas. Sie wird gleich zu uns sprechen und uns in die Thematik der Ausstellung einführen. Ich begrüße auch sehr herzlich Frau Professor Dr. Sarah Scholz-Schneider. Sie ist Kulturwissenschaftlerin an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und sie wird heute den Impulsvortrag halten über deutsch-tschechische Heimatgeschichten und wird Vergangenes sichtbar machen. Aufgrund der aktuellen Hygiene- und Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus möchten wir allen, die heute eben nicht anwesend sein können, virtuell diese Ausstellung vermitteln und sie auch an der Vernissage teilnehmen lassen. Meine Damen und Herren, neben der Erinnerungsarbeit im europäischen Kontext möchten wir auf unsere verbindende Kraft, auf eine Völkerverständigung, ein friedliches Zusammenleben und ein Miteinander abzielen. Ohne Erinnerungsarbeit ist Völkerverständigung unmöglich. Denn das Gestern prägt das Heute, aber auch genauso das Morgen. Es ist essentiell, dass das Vergangene, das Gemeinsame, aber auch das Trennende zu erinnern. Wir müssen die Schicksale der einzelnen Menschen zur Kenntnis nehmen, aber was das Allerwichtigste ist, dass wir sie auch verstehen, um einen gemeinsamen Weg in die Zukunft gehen zu können. Die Ausstellung präsentiert beispielhaft das jahrhundertelange Zusammenleben von Tschechen und Deutschen. Viele wissen das heute gar nicht mehr, dass das immer gelungen war. Aber auch das Auseinanderdriften innerhalb der Geschichte, die kriegsbedingten Schicksale und den Weg der Versöhnung. Und das will ich ganz massiv unterstreichen. Versöhnung ist unser Ziel, denn so kann Europa nachher nur gelingen. Wir sind alle dazu aufgefordert, mit Kraft und, wie ich finde, Klugheit, dafür zu kämpfen, dass dieses freundschaftliche Band zwischen Deutschland und seinen östlichen Nachbarn in Europa weiterhin bestehen bleibt. Wie wir das erreichen, zeigen Beispiele in dieser Ausstellung. Und jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen einfach viel Vergnügen zu wünschen. Wenn ich jetzt mit Schlagwörtern antworten würde, würde ich antworten Europa. Europa in dem Sinne, dass es eben das verbindende Element der verschiedenen Nationen, die hier im europäischen Raum auch leben, zum Vorschein bringt. Eben am Beispiel von Tschechen und Deutschen. Es könnten aber eben auch sein Deutsche und Polen, Deutsche und Portugiesen etc. Aber eben vielleicht nicht nur Deutsche, sondern eben die gesamte Welt. Also ich sag mal Europa und Frieden als beide Schlagwörter.
um auch die Aufgaben der Völkerverständigung und der Vermittlung unserer Geschichte bewerkstelligen zu können, hat der Sudetendeutsche Rat im Jahr 2007 eine Ausstellung auf den Weg gebracht. Eine Ausstellung mit dem Namen Die Sudetendeutschen, eine Volksgruppe in Europa. Diese Ausstellung war viele Jahre unterwegs, mit über 100 Tafeln, großen, schweren Tafeln mit Glasverkleidung, schwer zu transportieren, mit sehr vielen Inhalten. Und vor 2 Jahren waren wir der Meinung, die ganze Ausstellung muss überarbeitet werden. Sie muss handlicher werden, sie muss ansprechender werden und sie muss vor allem auch die politischen Veränderungen der letzten Jahre mit berücksichtigen. Und deswegen hat der Sudetendeutsche Rat beschlossen, eine neue Ausstellung auf den Weg zu bringen, die wir heute sehen werden. Eine Ausstellung, die modern ist, die in die Zukunft gerichtet ist, die interaktive Elemente hat. Ja, dreisprachig, das war uns ganz wichtig, denn wir wollen die Ausstellung ja auch in Tschechien zeigen. Deutsch, Tschechisch und dann die Kurzform dann der Texte auch in Englisch, damit also auch vielleicht einmal Brüssel möglich ist oder andere Einsatzländer. Sie ist mit Vertiefungsmöglichkeiten verbunden, eben auch um die junge Generation anzusprechen. Es wurden QR-Codes gesetzt. Man kann also mit dem Handy auf diese QR-Codes gehen und kann dann im Grunde das Wissen noch vertiefen. Also eine moderne Ausstellung, die eben auch dazu führen soll, neue Zielgruppen zu erschließen. Bewusst auf die Zukunft ausgerichtet, nicht nur die Vergangenheit beleuchtend. Über dieser ganzen Ausstellung stehen 5 Vs. Vermitteln, Vertreibung, Versöhnen, Verständigung, Verbinden. Und ich denke, das sind 5 Wörter, die wir überall in den Tafeln wiederfinden werden. Tafeln, Module, die auch farblich unterschiedlich gestaltet sind, um dann auch die Zusammenhänge erkennen zu können. Das Modul 1 hat die Überschrift, wer Europa bauen will, muss seine Völker versöhnen. Diese Aussage von Oskar Böse, er war einer meiner Vorgänger als Generalsekretär, ist aktueller denn je, wenn wir uns die aktuellen Entwicklungen in Europa anschauen. Wir haben eine so lange Zeit des Friedens hinter uns. Und wir alle wissen, dass das nur möglich war in einem gemeinsamen Europa mit den europäischen Völkern, die uns nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg die Hand gereicht haben und denen wir die Hand gereicht haben. Aufeinander zugehen ist aber nur möglich, wenn wir auch die eigene Geschichte kennen und sich der eigenen Geschichte stellen. Und dazu soll auch diese Ausstellung beitragen. Eine Ausstellung, die aus der Geschichte heraus zeigt, dass es immer dann, wenn nationalistisches Denken die Oberhand bekommt, wenn Minderheiten ausgegrenzt werden, wenn das Selbstbestimmungsrecht der Völker missachtet wird, es zu Menschenrechtsverletzungen, zu Auskriegung, zu Ausgrenzungen, zu Krieg und Vertreibung kommt. Das ist eine Lehre aus der Geschichte. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, derzeit sind über 70 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Deshalb kämpfen wir Sudetendeutsche auf der Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948 für die Rechte von Minderheiten und Volksgruppen weltweit. Das 2. Modul hat die Überschrift, das lesen Sie hier, das Zusammenleben von Tschechen und Deutschen gleicht einem bunt ineinander gewebten Teppich. Ein Zitat von Franz Spina aus dem Jahr 1926. Es geht dabei um das jahrhundertelange Mit- und Nebeneinander von Deutschen und Tschechen seit dem Mittelalter. Und wir zeigen anhand von 20 Personen und Gegenständen, Technik, Literatur, Kunst und Gastronomie, den sudetendeutschen Ursprung auf, der bis heute die mitteleuropäische Kultur bereichert. Und viele Menschen wissen gar nicht, dass diese Gegenstände zum Beispiel aus dem Sudetenland kommen. Es geht auch um die Auseinanderentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. Und es geht aber auch um die politische Repräsentation beider Nationalitäten. Und da komme ich zu einem wichtigen Jahrestag, nämlich den 4. März 1919. Im vergangenen Jahr erinnert wir an den 100. Jahrestag und jedes Jahr immer wieder an diesen Tag der Demonstration von Sudetendeutschen, weil sie nicht an den Wahlen zur österreichischen Nationalversammlung teilnehmen durften. Der sudetendeutsche Sozialdemokrat Josef Seliger rief zu einem Generalstreik auf, mit dem für das Selbstbestimmungsrecht der Völker demonstriert wurde. Uns führt nicht Hass gegen das tschechische Volk zusammen, sondern nur die Liebe zu unserem Volk, zu unserer Freiheit
und zu unserem Recht. Wir wollen ausharren in dem Kampf um unser Selbstbestimmungsrecht. Ein Zitat aus seiner Rede. Eine Demonstration, die mit Waffengewalt von tschechischen Soldaten blutig niedergeschlagen wurde. Es gab 104 Schwerverletzte, 54 Menschen kamen dabei ums Leben. Und ich denke, da müssen wir uns erinnern, was damals versprochen wurde. Während des Ersten Weltkrieges hatte der amerikanische Präsident Wilson das Selbstbestimmungsrecht der Völker zum obersten Prinzip der Neuordnung Europas nach dem Krieg erklärt. Über die Völker der Donaumonarchie sagte er in seinen berühmten 14 Punkten, den Völkern Österreich-Ungarns, deren Platz wir im Kreis der Nationen gefestigt und gesichert sehen wollen, ist die Möglichkeit zu ungehinderter, autonomer Entwicklung einzuräumen. Und was war dann danach? Die Siegermächte haben jedoch nach dem Ersten Weltkrieg die deutschen Gebiete in Mähren, Böhmen und Sudetenschlesien einem neu geschaffenen Staat der Tschechoslowakei zugeschlagen. Und deswegen ist es auch immer so wichtig, an diesen 4. März 1919 zu erinnern, wenn man Menschen, Völkern das Selbstbestimmungsrecht nimmt, dann führt das irgendwann einfach zu einem Auseinanderdriften, zu Ungerechtigkeiten. Und wir haben ja dann alle erlebt, zu was es in dem Fall geführt hat. Das Modul 3 haben wir die Überschrift gewählt, als staatlich unzuverlässige Personen gelten Personen deutscher Nationalität. Keine schöne Überschrift. Dieses Zitat stammt aus den Benesch-Dekreten und ist als Einleitung in dieses Kapitel hergenommen worden, weil dieser Satz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges als rechtliche Grundlage für die kollektive Entrechtung und Vertreibung der überwiegenden Mehrheit der deutschsprachigen Bevölkerung aus den sudetendeutschen Gebieten der Tschechoslowakei nach Deutschland und Österreich diente. In diesem Kapitel zeigen wir aber auch auf, was davor war. Der Anschluss der sudetendeutschen Gebiete an das nationalsozialistische Deutschland im Jahr 1938. Die Juden wurden Opfer des Holocaust. Viele Tschechen, Roma, sudetendeutsche Hitlergegner, darunter Sozialdemokraten, Christen, Kommunisten, wurden brutal verfolgt, eingesperrt, ermordet. 1939 dann die Besetzung des tschechischen Reststaates durch deutsche Truppen. Wir beleuchten an dieser Stelle aber auch, und es war uns auch wichtig für diese Ausstellung, auch das Leid der tschechischen Bevölkerung. Denn auch das darf, denke ich, wenn man das Gesamte beleuchtet, nicht ausgeklammert werden. Wir zeigen Beispiele von sudetendeutschen Opfern, die verfolgt, inhaftiert, hingerichtet wurden, ins Exil flohen oder Widerstand leisteten. Und wir gehen auf die Vertreibung der Sudetendeutschen aus der Heimat ein. Das Modul 4 hat die Überschrift, wir Vertriebenen werden durch harte Arbeit teilnehmen am Wiederaufbau. Und ich denke, meine Eltern kommen beide auch aus dem Sudetenland, von daher weiß ich es aus der eigenen Erfahrung auch, wie sie sich eingebracht haben. Auch politisch in den Gemeinderäten, Stadträten und so weiter, sie haben ihre ganze Kraft zur Verfügung gestellt, um mitzuhelfen, dass das zerstörte Deutschland wieder aufgebaut werden kann. Dieses Zitat der Überschrift stammt übrigens aus der Charta der Heimatvertriebenen aus dem Jahr 1950, die ich vorhin schon erwähnt habe. Nach ihrer Vertreibung fanden eben viele Sudetendeutsche ihre Heimat auch in Bayern. 1954 übernahm der Freistaat Bayern die Schirmherrschaft über die vertriebenen Sudetendeutschen. Bayerns Ministerpräsident Wilhelm Högner bezeichnete die Sudetendeutschen erstmals als vierten Stamm Bayerns, neben den Franken, den Altbayern und Schwaben. Ja, und die Sudetendeutschen, ich habe es gerade schon erwähnt, egal wo sie sich dann niederlassen mussten oder niedergelassen wurden, haben überall zum Wiederaufbau mit beigetragen. Deswegen gehen wir im Modul 4 auch auf die Entstehung der sudetendeutschen Landsmannschaft ein, auf die Gründung der Gesinnungsgemeinschaften sowie auf die Gründung des sudetendeutschen Rates, die ich ja vorhin schon erwähnt habe. Und das letzte Modul, Modul 5, hat die Überschrift, sie haben Freundschaften geschlossen, Gräben überwunden, Brücken gebaut. Seit der samtenen Revolution im Jahr 1989 entstanden viele auf gute Nachbarschaft und Verständigung zielende Maßnahmen zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland
und auch mit den Grenzregionen, zum Beispiel in Bayern, die auch Anstoß für eine kritische Aufarbeitung der Vertreibung gaben. Dies führte auch zu einer veränderten Geschichtsschreibung in der kommunistischen CSSR. Wir zeigen hier aber auch auf, wie die Ostpolitik von Willy Brandt, eine Politik des Miteinanderredens, im Jahr 1973 innerhalb der Sudetendeutschen auf ganz unterschiedliche Reaktionen stieß, aber auch wie der Nachbarschaftsvertrag im Jahr 1992 zwischen den beiden Ländern und die deutsch-tschechische Erklärung aus dem Jahr 1997 in den eigenen Reihen auch auf sehr unterschiedliche Reaktionen gestoßen ist. Mit dem EU-Beitritt im Jahr 2004 rückten beide Völker auf Grundlage des Europäischen Vertrages näher zusammen. Und ich denke, wir alle können feststellen und müssen feststellen, das muss auch immer unser politisches Ziel sein, das Verbindende zwischen Tschechen und Deutschen soll das Trennende überwinden. Fast 90 Gemeinden in ganz Deutschland und Landkreise haben heutzutage Partnerschaften mit Tschechien. Es gibt viele kleine und große Kooperationen über Grenzen hinweg und das wollen wir auch in dieser Ausstellung eben darstellen. Ja, ein weiterer Jahrestag zum Schluss noch. Vor 5 Jahren, am 20. Juni 2015, wurde in der Bundesrepublik Deutschlands erstmals der bundesweite Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung begangen. Ziel solcher Gedenktage bedeutet deshalb ein Doppeltes: eine mahnende Erinnerung und weltweite Ächtung von Vertreibung. Ich denke, an so einem Gedenktag muss man auf diese beiden Aspekte eingehen. Ursachen und Umstände von Vertreibung und Flucht vor 75 Jahren und heute lassen sich nicht gleichsetzen, aber es lassen sich Lehren ziehen. Damals wie heute geht es um internationale Solidarität, um das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das Recht auf Heimat. Es geht um Europa und es geht damals wie heute um Menschen. Es geht darum, Not zu lindern, Schutz zu geben und es geht um einen menschenwürdigen Umgang mit den Menschen. Denn Leiden bleibt Leiden, egal wem es widerfährt und wann es jemandem widerfahren ist. Und wer, wenn nicht die, die Selbstflucht und Vertreibung erlebt haben, könnten das am besten verstehen. Sehr geehrte Damen und Herren, Deutsche und Tschechen sind auf einem guten Weg des gemeinsamen Miteinanders und Aufarbeitens der Geschichte. Und das ist auch wichtig, um gemeinsam an dem Haus Europa zu bauen, das leider in den vergangenen Jahren auch aufgrund der Flüchtlingssituation und der unterschiedlichen Bewertung und Aufnahmebereitschaft einige Risse bekommen hat. Und ich denke, Sie sehen, wenn man über die Geschichte des Sudetendeutschen spricht, über Flucht und Vertreibung vor 75 Jahren, kommt man auch nicht umhin, auch über die heutige Situation zu sprechen und auch immer wieder Vergleiche herbeizuführen, um zu erinnern, was damals war und dass es immer um Menschen geht. Und egal, wem Flucht und Vertreibung oder wer Flucht und Vertreibung erleiden muss, der erlebt das gleich Schlimme, was damals Menschen erlebt haben. Ja, ich schließe mit einem Zitat von Ephraim Lessing. Erinnern heißt nicht, das Gedächtnis zu belasten, sondern den Verstand zu beleuchten. Die Geschichte nicht zu vergessen, sich ihrer zu erinnern, sie aufzuarbeiten und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen für die Gegenwart und für die Zukunft. Dazu soll auch diese Ausstellung dienen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Das ganz Wesentliche an dieser Ausstellung ist natürlich, dass sie zum einen zeigt, dass über Jahrhunderte Deutsche und Sudetendeutsche und Tschechen gemeinsam friedlich nebeneinander und miteinander gelebt haben, gemeinsam Wunderschönes für die Länder Böhmen, Mähren und Schlesien geschaffen haben. Diese Ausstellung zeigt, dass die wenigen Jahre des Nationalismus alles kaputt gemacht haben
Und sie zeigt auch, dass in der Art der brutalen Vertreibung 1945 und 1946 alles kaputt gemacht wurde. Und das Schöne an dieser Ausstellung, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diese Ausstellung zeigt und gibt den Menschen mit, dass das zum einen nicht vergessen ist, es zeigt in beeindruckender Art und Weise, wie sich Deutsche, aber vor allen Dingen auch Tschechen für ihre gemeinsame Geschichte interessieren, wie sie Spurensuche betreiben, aber vor allen Dingen, wie sie aus der Geschichte lernen für die Zukunft. Und das ist das ganz Wesentliche an dieser Ausstellung, einen Weg in der Zukunft für die Zukunft aufzuzeigen. Dazu muss ich sagen, dass ich vieles nicht mit dieser Ausstellung verbunden habe, zum Beispiel die Persönlichkeiten wie Porsche. Mir war nicht klar, dass er letztendlich aus Tschechien stammt. Also das zum Beispiel hat mich sehr beeindruckt. Dann, dass es sehr viel Gemeinsamkeiten im kulturellen Bereich, Technik, Literatur etc. Also das finde ich sehr beeindruckend. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich meinen Impulsvortrag mit einem Zitat beginnen. Einem Zitat und einem Foto, auf das es sich bezieht. Das nenne ich jetzt mal mein Zuhause, mein damaliges in Großheilendorf. Da haben wir bei meiner Freundin, das ist eine Tschechin, mit der ich heute noch in Verbindung bin, ein kleines Theater gespielt. Das Publikum sitzt auf dem Schlitten. Die haben wir nach unserer großen Vorstellung auch wieder zu den Eltern nach Hause gebracht. Links im Hintergrund, das sind die Eltern von meiner Freundin Maja. Dann vorm Schlitten stehe erstmal ich und dann die Maja. Mit diesen Worten erinnert sich die 1931 geborene Gerda Oberst beim Anblick einer Fotografie an ihre Freundin Maja. Doch die Bühne, auf der sich die beiden Mädchen Anfang der 40er Jahre befanden, war keineswegs konfliktfrei. Umso überraschender klingt das später Happy End des Stückes. Gerda Oberst aus München, die Sudetendeutsche, und Maja Vejtová aus Prag, die Tschechin. Einst Nachbarinnen und beste Freundinnen haben sich 50 Jahre lang gesucht. Nach der Vertreibung, dem Ende des Zusammenlebens von Deutschen und Tschechen in der Tschechoslowakei, konnten sie sich erst durch einen Zufall, in dem die dichten Netzwerke der Heimatvertriebenen eine große Rolle spielten, wiederfinden. Der Titel des Stückes könnte wie die ersten Worte der tschechischen Nationalhymne lauten: Wo ist meine Heimat? Heimat ist auch das, was die Menschen, die in der heute hier eröffneten Ausstellung So geht Verständigung zur Sprache kommen, verbindet. Ich habe den Impulsvortrag, um den ich im Rahmen dieser Ausstellungseröffnung gebeten wurde, daher im Untertitel mit Deutsch-Tschechische Heimatgeschichten überschrieben. Geschichten klingt im Gegensatz zu Geschichte, dem großen und gewichtigen Wort, immer etwas problematisch. Subjektiv, veränderbar, unterhaltend, ambivalent könnte man abwinken. Oder aber, wie es die Kuratorinnen und Kuratoren der Ausstellung gemacht haben, kann man das immense Potenzial darin erkennen. Denn auch über Geschichten kann Geschichte erzählt werden, kann ein Mosaik entstehen, das erst im Auge des Betrachters zu einem großen Ganzen wird und das vielleicht auch je nach Perspektive veränderbare Nuancen zulässt. Kommen wir zurück zu den beiden Freundinnen, einem ganz kleinen Mosaiksteinchen in den deutsch-tschechischen Beziehungen. Große Teile ihrer Kindheit hatten die beiden Frauen gemeinsam im nordmährischen Ort Postřelmov verbracht. Auch als der Ort Großheilendorf hieß und nicht mehr Majas Vater Bürgermeister war, sondern Gerdas Vater, waren die beiden unzertrennlich. In einem Oral History Interview erinnert sich Maja Vejtová. A představte si, že tohle kamarádství nám trvalo i v době, kdy mýho bratra na Velikonoce v roce 1944 fašisti zavřeli do koncentráku, do Terezína, byl jako 20letý kluk. A
Bylo to něco tak strašného, k nám chodilo gestapo na prohlídky, to nám rozházeli celý dům, že jo. To jsme žili jenom v hrůze. Ale div byl ten, že ani pan starosta Ton, Gerdi tatínek, nezakázal Gerdě, aby kamarádila se mnou. Erst mit der Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei nach Kriegsende wurde die Freundschaft der beiden zwangsweise für 50 Jahre unterbrochen. Das Schicksal von Gerda Oberst und Maja Vejtová macht deutlich, dass immer etliche Geschichten parallel ablaufen, sich widersprechen und ergänzen. Daher dürfen die konkreten Orte nicht lediglich als Bühne betrachtet, sondern müssen als integraler Bestandteil der Geschichte und Geschichten der Menschen und die Menschen nicht als Statisten, sondern als von diesen Orten und von der Geschichte geprägte Handelnde untersucht werden. Integraler Bestandteil der deutschen Geschichte, das haben wir gerade schon gehört, sind die sudetendeutschen Vertriebenen zweifelsohne. Die Suche nach einer neuen Heimat kann aus den zahlreichen Interviews, die ich geführt habe, eindrucksvoll herausgelesen werden. Obwohl sie lange schon als Vorbild für Integration gelten, deuten nicht nur die teils schwierigen Anfänge in Deutschland, sondern viele weitere Details in den Lebensgeschichten darauf hin, dass es sich um vielschichtige und langfristige Integrationen auf unterschiedlichsten Ebenen handelte und handelt. Gerda Ton etwa heiratete 1957 den ebenfalls aus dem Sudetenland stammenden Helmut Oberst. Zitat: Ja, wir hatten halt zum Teil gemeinsame Erinnerungen, gell? Und natürlich auch die Schwiegereltern. Heimat zeigt sich hier auch in ihrer sozialen Dimension. Neben den räumlichen und zeitlichen sowie den kulturellen und symbolischen Komponenten von Heimat ist das Gemeinsame, das Zugehörigkeitsgefühl, ein wichtiger Faktor. Die Frage nach Heimat scheint also weniger mit dem Wo als mit dem Was zu stellen zu sein. Denn soziale Bindungen und Beziehungen, Erinnerung an eine gelebte Zeit sowie das kulturell erlernte Verhalten samt Sprache, genauso wie Wahrnehmungs- und Deutungsmuster, die einen Menschen in einem Raum als heimisch erscheinen lassen, alle diese Faktoren spielen neben der räumlichen Komponente eine ganz gewichtige Bedeutung bei der Konzeptionalisierung von Heimat. Deutlich wird dabei aber auch, in welch enger Beziehung Heimat zur Migration steht. Gerade der Verlust der Heimat ist es ja zumeist, der sie reflektieren lässt. Die Tatsache, der Heimat beraubt worden zu sein, macht jedoch nicht automatisch lebenslang heimatlos, sondern lässt vielfach Alternativen zu örtlicher Verwurzelung entstehen. Versteht man Heimat auch als sozialen Raum, so kann sie sich in lebens- und alltagsweltlichen Interaktionen im Rahmen von Bekanntschaften, Treffen von Landsleuten oder Schreiben für und Lesen von Heimatzeitungen auch an einem anderen geografischen Ort erleben lassen. Vielleicht ist sogar dieser Abend heute ein Stück Heimat für diejenigen, die trotz der Gefahr, sich mit einem gefährlichen Virus zu infizieren, hergekommen sind. Doch wie das Beispiel der beiden Freundinnen zeigt, ist nicht nur die Seite der Weggegangenen interessant. Viel zu lange hat sich in meinen Augen die Forschung in Deutschland nur auf die Vertriebenen hier konzentriert und den Herkunftskontext weitestgehend vernachlässigt. Was man sieht, wenn man sich der anderen Seite widmet, ist häufig langsam wieder aufscheinendes Verschwundenes. Die eben schon erwähnte tschechische Bürgerinitiative Antikomplex nannte ihr erstes großes Projekt zur Thematik der Deutschen in den böhmischen Ländern Zmizelé Sudety, das verschwundene Sudetenland. Auf der Suche nach Lebenswelten, die verschwunden und auf konventionellen Wegen kaum nachvollziehbar gemacht werden können, bediente sie sich des Mittels der Gegenüberstellung historischer und aktueller Fotografien. Zunächst in Form einer Ausstellung. Deutlich wurde darin vor allem der Wandel, das Verschwundene, auch der Verlust. Diesen in Tschechien auf breiter gesellschaftlicher und politischer Ebene zu thematisieren, war das Anliegen der Initiative. Über 20 Jahre später kann man feststellen, dass eben dieses Verschwundene an vielen Stellen wieder sichtbar, wieder Teil der tschechischen Gesellschaft wie auch Landschaft geworden ist. Aber neben dem zivilgesellschaftlich-intellektuellen Engagement einer jungen Prager Generation darf auch das individuelle und teils religiös, teils einfach nur völkerverständigend motivierte Engagement
einer deutlich älteren Generation in Deutschland verstreut lebender Vertriebener nicht unterbewertet werden. Auch Sie haben dazu beigetragen, Verschwundenes wieder sichtbar zu machen, indem Sie sich und Ihre Geschichte in den Raum zurückgeholt haben. Indem Sie sich etwa nach 1989 für den Erhalt von Kirchen und Friedhöfen eingesetzt haben, hat sich für die tschechische Bevölkerung der Blick auf die Kirchen im Grenzgebiet verändert, die jahrzehntelang unbelebte Orte mit abgerissener Geschichte darstellten. Durch Ihre Anwesenheit und Ihr Interesse, vor allem aber natürlich auch dieses denkmalpflegerische Interesse, haben die deutschen Heimatbesucher vielen dieser Überreste ihre ursprüngliche Funktion wieder zugeordnet. Neben einer eher symbolischen Wiederherstellung dieser Orte bietet dies für die ansässige tschechische Bevölkerung aber auch ganz konkrete Nutzungsoptionen, etwa im Falle von Friedhöfen. So lassen die Vertriebenen bei ihren Aktivitäten im Grenzgebiet die Vergangenheit im Raum sichtbar werden, leben Versöhnung und bringen einen Teil der verlorenen Diversität zurück. Diese Konstellation höchst unterschiedlicher und vor allem unterschiedlich motivierter Zugriffe auf diese Region besitzt so das Potenzial, eine Heimat für alle darzustellen. Die heute hier eröffnete Ausstellung zeigt dies anhand zahlreicher ähnlicher Beispiele, natürlich viel systematischer, als ich das jetzt gemacht habe, auf ganz eindrückliche Weise und trägt gleichzeitig dazu bei, dass dieser Prozess weitergeht. So geht Verständigung, lese ich daher als Imperativ. Vor allem als Imperativ, beiden Seiten gleichwertig Gehör zu schenken, ihren Geschichten Resonanz zu verschaffen. Vielen Dank. Verehrte anwesende Gäste, liebe Zuhörer und Zuschauer aus nah und fern, wir haben heute in den letzten Minuten eine eindrucksvolle Vorstellung über das Zusammenleben von Tschechen und Deutschen in der Vergangenheit erfahren. Und ich glaube, es ist eine nachdenkliche Darstellung gewesen, die uns hier vorgestellt wurde. Für mich war vor allem, und da spreche ich, glaube ich, für Sie alle, der Hinweis auf die Gemeinsamkeit wichtig. Wir müssen gemeinsam uns erinnern, wir müssen uns verständigen. Das Wort verständigen ist ja eigentlich eine Gemeinsamkeit. Dafür arbeiten wir als Vertriebenenorganisation und das machen wir mit unserem Engagement sehr gerne. Und ich rufe auf, auch die tschechische Bevölkerung, diese Ausstellung zu besuchen, anzuschauen und nachzudenken über das, was war und das, was vielleicht dann kommen sollte. Wir haben leider hier, und ich spreche jetzt nur für Deutschland, Bestrebungen in unserem Land, die mir Sorge machen. Der aufkommende Nationalismus ist tödlich für unsere Demokratie. Und da müssen wir gegenhalten. Und da bietet vielleicht auch diese Ausstellung ein gutes Vorbild. Und ich hoffe, dass viele junge Menschen diese Ausstellung sehen und darüber nachdenken. Das ist eigentlich mein Wunsch. Ich selbst bin Heimatvertriebener der Erlebnisgeneration. Ich habe als Sechsjähriger die alte Heimat verlassen müssen mit unserer Familie. Aber ich bin heute froh, dass ich wieder in dieses Land fahren kann, dass ich dort auch wieder mir die Kulturen anschauen kann, die ja gemeinsam von Deutschen und Tschechen in den letzten Jahrhunderten geschaffen worden sind. Und vielen herzlichen Dank für alle Akteure, für die Zuschauer hier in diesem Saal und natürlich für draußen, die uns jetzt hier hören und sehen. Und ich möchte damit schließen mit den Ausführungen wie üblich.
Wir haben hier den Ausstellungsraum und wir haben oben einen Ausstellungsraum. Die Ausstellung So geht Verständigung ist hiermit eröffnet. Vielen herzlichen Dank.